Hallihallo und herzlich willkommen in der Wunderkesselküche. Ich bin Kai und heute machen wir einen weihnachtlichen Winterpunsch. Irgendwie fühle ich mich aber noch nicht so wirklich weihnachtlich. Das kann ich aber relativ schnell ändern. So, schon viel besser. Finde ich. Na gut, ich habe ihn von meiner Frau geschenkt gekriegt, also werde ich ihn auch tragen. Für unseren Winterpunsch brauchen wir 90 Gramm Kandiszucker. Das ist so etwa ein Messbecher hier voll von dem TM5 Messbecher. Dieser Kandis wird jetzt in der Turbostufe geschreddert, 30 Sekunden. Leute, das wird jetzt verdammt laut. Turbostufe, wissen wir ja, kann man beim TM5 nicht wirklich so direkt einstellen, also immer nur so intervallmäßig, deswegen Stufe 10. Achtung! Man könnte natürlich auch normalen Zucker nehmen, aber der Kandiszucker hat einen karamelligeren Geschmack. Ja, also nehmt ruhig Kandiszucker, braunen Kandiszucker. Und es staubt. Guckt euch das an, das war unser Kandiszucker hier. Ne? Sieht gut aus. Ja, ein bisschen runter machen. Hier merke ich jetzt gerade, der Kessel war zwar sauber gespült, aber nicht so wirklich komplett trocken gewesen. Deswegen hängt da oben jetzt noch so ein bisschen von dem Kandispulver. Aber das ist nicht dramatisch, denn wir kommen ja jetzt eh zu den Flüssigkeiten. Wir brauchen 0,7 Liter, also 700 Milliliter Rotwein, also eine Flasche. Eine Flasche Rotwein, dann etwas Zimt, ja, hätte ich auch schon mal rausstellen können hier. Im Rezept steht immer zwei Prisen, ja, zwei Prisen. Ich bin mir immer unsicher, wie viel zwei Prisen ist, aber Zimt ist okay, da kann man ruhig ein bisschen mehr machen. Womit ich allerdings vorsichtiger wäre, ist hier mit den Nelken. Das sind gemahlene Nelken und da nehme ich jetzt wirklich nur so einen Hauch, weil das ist echt sehr geschmacks- und geruchsintensiv. Dann brauchen wir 300 Milliliter Orangensaft. Hat nicht in ein Glas gepasst, ja, deswegen zwei. Und versaut habe ich auch noch. Und Orangenlikör, da könnt ihr Cointreau nehmen, da könnt ihr Triple Sec nehmen, da könnt ihr Grand Marnier nehmen, das ist völlig egal. 100 Milliliter, in dem Fall haben wir Cointreau. Und das Ganze wird jetzt erhitzt, 7 Minuten auf Stufe 2, und zwar auf 80 Grad. So, unser Winterpunsch ist schön warm, heiß sogar, und in der Zwischenzeit lief hier auch schon die erste Version von Last Christmas. Ich bin also jetzt in Weihnachtsstimmung. Ich bin sehr gespannt. Es riecht schon mal wirklich sehr, sehr lecker. Ne? Also gerade Zimt, Nelken und sowas, wissen wir ja, ist was sehr Weihnachtliches. Vielleicht kann man da auch eine Zimtstange mit drin kochen. Da muss man halt gucken, dass man es dann auf Linkslauf laufen lässt, sonst wird die geschreddert. Mit Sicherheit kann man diesen Punsch noch anderweitig variieren mit anderen Gewürzen, Weihnachtsgewürze, keine Ahnung, Kardamom und so weiter und so fort. Es ist im Prinzip ein aufgepackter Glühwein, ja, wenn man so will. Wein mit Schuss, es riecht großartig, Orangensaft ist drin, riecht man raus, und ich freue mich. Es ist mein erster Glühwein für diese Saison oder mein erster Weihnachtspunsch für diese Saison. Und ein sehr, sehr guter. Das muss ich sagen. Ich freue mich, den jetzt zu trinken und wünsche euch frohe Weihnachten, schönen Winter. Perfektes Getränk für am Kamin zu sitzen und es sich richtig gut gehen zu lassen oder wenn es richtig kalt ist, draußen im Schnee zu stehen. Ja, ich kriege jetzt Weihnachtsgefühle. Ich trinke jetzt und dann mache ich Schluss für heute.